Wo willst du denn hin? Bleib doch hier! Bleib hier, du Lappen! Okay, dann halt nicht. Hey Leute, hier ist Daldemar. Ein kleines Vorwort von mir, und zwar spielen wir einen guten Klassiker von 2014, aber mit HD-Pack-Upgrade. Also das Spiel ist hervorragend gealtert. Für alle, die es nicht kennen, probiert's aus. Nach 5 Minuten Prolog geht's schon los. Es wird rasant, blutig und wunderschön. Viel Spaß mit Mordors Schatten. Im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Hier geschah es, an den Hängen des Schicksalsberges, dass der dunkle Herrscher Sauron von einem Bündnis aus Elben und Menschen besiegt wurde. Hier geschah es auch, dass die Waldläufer Gondors 2500 Jahre Wache standen. Wache gegen ein namenloses Übel, das sie bereits vergessen hatten. Und als die Stärke Gondors verblasste, erwachte die Macht Saurons in der Dunkelheit. Er ist nach Mordor zurückgekehrt. Schatten und Flammen halten das schwarze Tor und kein Sterblicher kann sich ihnen widersetzen. Das war ein perfekter Schlag, um ein Huhn zu töten. Ich will dir nur nicht wehtun. Du musst dich schon mehr anstrengen. Dir heil der mächtige Hühnerschreck. Komm schon. Komm schon. Zeig mir, was du drauf hast. Huh? Und los geht's. Trainieren wir mal unseren Grünschnabelsohn. Du musst schon härter zuschlagen, um deinen Vater zu bezwingen. Hart genug? Pariere, mein Sohn. Vergiss nicht zu blocken. Vielleicht solltest du nicht vergessen zu schlagen. Bleib wachsam, dir Hey. Dein Feind ist nicht immer, was er zu sein scheint. Ruhig, Blutsohn. Noch bist du kein Soldat. C drücken und massakrieren. Es ist wunderschön. Jetzt genießt es. Genießt die Show. Genießt die Show. Oh ja. Meine Klinge in den Hals ab. Hier heilen. Denk an deine Ausbildung. Sehr gut, mein Sohn. Halte durch, dir Held. Guck mal, jetzt auf die Kiste gefallen. Daran
schon! Weit ausholen und tief zuschossen! Diese Orks sind wilder als alle, die wir jemals sahen. Das sind keine Orks, das sind Uruks. Sie sind gefährlicher und es sind zu viele. Geh zu deiner Mutter. Geh zu deiner Mutter und beschütze sie. Ich bin direkt hinter dir. Geh! Der Tod hat dich verstoßen. Oh, wie süß. Durch Wind und Wasser schreitest du, durch Berge weiß und blau. Halte C gedrückt, um zu schleichen. Drücke dann Nicke Maus, um deine Frau zu küssen. Wie wunderschön. Tanz am Strande von Anfang. Alles Liebe zum Hochzeitstag. Talion, die sind wunderschön. Wo hast du die her? Ich hab da noch ein paar Freunde in Gondor. Hast du meinen Vater gesprochen? Das habe ich. Und es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor stur. Lass uns dennoch fortgehen. Dir, Hael, wird das nicht gefallen. Es muss ein besseres Leben geben als dieses. Jetzt nicht. Aber bald. Ich habe es so satt, mich hier zu verstecken, Talion. Wenn wir uns nicht verstecken, sind wir beide tot. Komm mit. Wir hätten gehen sollen, als wir die Gelegenheit hatten. Bleib hier. Ich bahne uns einen Weg. Sie sind in der Überzahl. Schleichen ist meine einzige Hoffnung. Die Krieger kämpfen, anstatt Leichen zu holen. Lass uns gehen! Ja, toter Tag. Köstlich. Oh, wunderschön mit Genickbruch. Weißt du, man kann Orks auf so viele Art und Weise töten. Ah, egal, Entschuldigung, erstmal Prolog hier. Oh nein, so viele tote Waldläufer. Steck dein Schwert weg, Waldläufer. Alter.
Tja, ist wohl doch in den Verannern gegangen. Was ist das für ein Ort? Sieh dich ruhig um. Glaubst du mir jetzt, Waldläufer? Was ist mit mir geschehen? Der Tod hat dich verstoßen. Ein Fluss treibst du zwischen dem Licht und der Dunkelheit. Ein Fluss verbindet uns im Innern der Männer und aus. Falls du die Wahrheit sagst, wie können wir diesen Fluch brechen? Wir finden den, der uns verflucht hat. Die schwarze Hand Saurons. Ja, die Musik auch. Es geht los, liebe Leute. Auf ins Abenteuer der Abschlachterei und des Gemetzels. Willkommen zu Mittelerde, Mordors Schatten. Tötete einen Adligen, Ioret. Sein Leben gehört jetzt. Auf. Leertaste erneuern. Das Erneuern von Schmiedetürmen. Schalte die Erinnerung des Geistes frei. Drücke Leertaste zum Fortfahren. Das ist jetzt ein bisschen wie bei Assassin's Creed. Dies schaltet neue Aufträge und Sammelstücke auf der Karte frei. Ich zeig das jetzt gleich mal ein bisschen. So, wenn wir jetzt mal M drücken. Ne, es geht noch nicht, okay. Los geht's. So einen am Nachhorst übersehen, hä? Den Fehler kann ich beheben. Wie kann auch die Orks aussehen, oder? Richtig cool. So, halte rechts gedrückt, blablabla. Ja, kann ich schon. Du sollst für deine Taten leiden! Komm her, du Lappen. Ja. Die schwarze Hand wollte sie an... Die ersten 4 Racheopfer für meinen Sohn. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. Es tut mir leid, ich werfe ihn einfach extra ständig gedrückt halten. Jetzt leidest du! Was weißt du über die schwarze Hand? Er ist ein Dämon. Aus dem Nichts geschaffen. Ich hatte einen Sklaven. Er schwört, er hat ihn bekämpft. Hab ihn verkauft. Für ein Fass voll Grob. An Gimub, den Sklaventreiber. Sehr schön. So, und das ist jetzt eigentlich einer der coolsten Sachen im Spiel. Das sind die Hauptmänner der Orks oder Saurons. Und das Coole ist, die werden befördert, die kannst du töten, also darum geht's halt, die töten, Informationen sammeln, um uns ganz hinten zu den Obermännern hochzuprügeln. Und das ist so cool, das heißt also, wenn die, sagen wir mal, der hier ist tot und er tötet mich aber, so ein ganz normaler Ork, der nicht mal ein Hauptmann ist, dann wird er befördert zu dem. Oder die können noch weiter befördert werden, desto öfter die dich töten, also falls es dazu kommt, was passieren kann. Weil das Spiel wird immer schwerer, am Anfang ist es jetzt ziemlich leicht.
Aber ja, desto mehr wir töten, desto krasser wird's. Also lasst euch überraschen, ich finde das sehr geil. Und die Orks sehen alle super unterschiedlich aus. Fast keiner sieht aus wie der andere. Also gefühlt, weil ich meine, ist, ne, keine Ahnung. So, jetzt machen wir erstmal Identität enthüllen. Guck, wie toll er aussieht, oder? Ist der nicht süß? Mama, darf ich den behalten? Gimub, der Sklaventreiber. Du hast Gimubs Identität erfahren. Dies wird dir dabei helfen, ihn zu finden. Sein Titel, der Sklaventreiber, verrät dir etwas über seine Position in der Gesellschaft der Uruks. Zudem hast du seinen Machtrang erfahren. Dieser verleiht dir den Eindruck darüber, wie schwierig es sein wird, ihn zu besiegen. Keine Ahnung, 5. Ich habe keine Ahnung, was 5 bedeutet. So, markieren. Jawohl. Sehr schön. Und los geht's. Dann soll das unser Ziel sein. Wenn man einem Ork trauen kann. Es geht nicht um seine Worte. Seine Gedanken sind es, die nicht lügen. So, und warum ist dieses Spiel so gut? Prolog in 5 Minuten erzählt. Kein großes Palaver. Ich habe sogar jetzt schon Frau und Kind verloren. Wie man, also schneller habe ich es noch nie erzählen sehen, tatsächlich. Und es war grausam, aber gleichzeitig hat man auch irgendwie dran gehangen an den Charakteren. Aber man muss halt nicht 10 Stunden die Charaktere spielen oder irgendwie zugucken, bevor man irgendwie, ne, es geht auch so. So, verschiedene Punkte, was bedeutet, ne, goldene Symbole setzen die Haupthandlung fort, rote ist sowas dazwischen für die Hauptmänner und so und weiße, ist ja egal, machen alles irgendwie. Verschiedene Arten der Storylines, der Geist vom Mordor und der Sklaventreiber. Und los geht's. Den haben wir schon im letzten Kampf. Die Welt hat sich verändert. Nichts ergibt mehr Sinn. Es hat sich nichts geändert. So wird es ewig bleiben. Zukunft und Vergangenheit sind durch Dunkelheit verbunden. Ich verstehe nicht, wieso ich hier bin. Und ich erinnere mich nicht. Lass uns den Sklaventreiber suchen. Vielleicht hat er Antworten. Oh, cool! Ich habe eine Rutsche hier. Das ist aber nett. Jetzt helfen wir erstmal den Sklaven hier. Oh, ist das schön, oder? Und das Schönste ist, wir können... Ich danke dir. Menschendreck! Oh, das gibt's doch nicht. Du denkst, ich komme allein zu dir? Warte, bis mein Horn ertönt. Okay, wir haben einen Häuptling gefunden. Er verprügelt mich direkt. Oh, das fängt ja super an. Niemand besiegt mich, Made! Ja, jetzt flieht ihr Narren. Gut, jetzt hier. Ach, guck mal hier. Oh, scheiße. Vielen Dank, Waldläufer. Du kannst es mit mir aufnehmen. Oh Mann. Ja, ich kann nicht so viel erzählen. Ich bin einfach schon nur am Gemetzel beteiligt hier. Einen Moment. Ich brauche... Pass auf, jetzt verbessern wir gerade unsere Ruhe, weil ich habe schon mal mich warm gespielt. Jetzt packen wir erstmal hier die Flamme von Arnor ins Schwert. Dann, Bogenschützenrune, um weniger Fokus zu verbrauchen. Und... ich will keinen Moralschaden. Ich will nicht, dass die weglaufen. Bonusschaden im Hauptmännern. So, zurück. Jetzt, Verbesserungen. Jetzt brauchen wir hier Hinrichtungen im Kampf, ja? Damit wir denen auch Köpfe abschlagen können. Ich meine, wir können Orks auf so viele Art und Weise umbringen hier. Auch mehrere auf einmal oder so. Mit wunderschönen Moves. Ich meine, was gibt's Schöneres, als mehrere hundert Orks zu töten, um Frau und Kind zu rächen, ja? Ist schon wunderschön. Und, ja, ich teile es und gebe mir natürlich vollste Mühe, um ihm natürlich dabei zu unterstützen. Auf geht's. So, ich glaube, ich muss... Ah ja.
Ist das nicht schön? Du auch noch? Okay, natürlich. Ah, yeah. Yeah! Mordor, ich bin da. Es ist wie ein Riesenspielplatz hier. Es ist unfassbar. Los geht's. Machen wir jetzt noch hier die Quest. Dann haben wir eine schöne Einleitung. Ja, keine Ahnung. Ich wollte die ganze Zeit irgendwie quatschen und so, aber ich komme gar nicht dazu. Guck mal, die da. Ey! Fifi! Genau du! Da drüben hat sich etwas bewegt! Ich? Mensch, bringt ihr das im Gleichgewicht? Holt ihn euch! Oh, ich bin leer. Sowas auch. Wo willst du denn hin? Bleib doch hier! Bleib hier, du Lappen! Okay, dann halt nicht. Guck mal, seht ihr das Symbol, dieses hellgrüne? Da können wir uns Informationen zu einem holen. Ich zeige euch das jetzt mal gerade. Ach nee, das ist einfach nur ein... Okay. Das kenne ich noch gar nicht. Na, so geht's auch. Jetzt können wir noch mehr Informationen über den holen, oder? So, jetzt können wir ein altgedienter Blabla. Jetzt können wir hier schwächen. Fernkampf durch Kampf Todesstöße. Stärken hasst Brandwunden. Monsterschlechter Handgemenge. Kann dich packen, um herumwirbeln. Okay. Und furchtlos. Ja, egal. Ist der erste. Ich meine, da müssen wir uns jetzt nicht so viele Sorgen machen. Ich glaube, wir haben das gerade gar nicht benutzt, oder? Doch. Der Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder. Wir haben auch Nebenmissionen. Und zwar, ich glaube, auf der Karte sehe ich das. Hier. Pflanzen sammeln und Spinnen abknallen. Das bringt nochmal ein bisschen Kohle. Nefrendil brauchen wir. Nefredil. Entschuldigung. Das ist welches Icon? So ein Dreieck. Okay. Egal, haben wir hier nicht. Gehen wir erstmal zur Mission. Man muss halt immer... Weißt du... Wenn du in so einen Trupp Orks gerätst, dann ist auch, dann kann es sein, dass halt ein Hauptmann kommt oder ein zweiter oder ein dritter Hauptmann, vielleicht auch ein vierter Hauptmann und dann bist du halt so eine never-ending Gemetzel und denkst du, ach, das ist ja leicht, aber es werden immer mehr und irgendwann so, oh Gott! Und dann stirbst du und dann wird der befördert, der dich getötet hat oder alle, die in einer Schlacht beteiligt waren. Guck mal da, ist das nicht süß? Guck mal. Das ist eine Mordor-Ratte. Kannst du abknallen, kriegst du einen Eintrag darüber. Wie unfassbar hässlich die sind. Das wird eine erfolgreiche Jagd. Haben wir schon einen. Okay, los geht's. Wir sollen jetzt diesen Typus finden. Nun, das sieht nicht gut aus. Verstehst du nicht? Der Gefangene hat für Ablenkung gesorgt. Warum folgst du den Uruk mit deinem menschlichen Auge? Ich sehe mehr als jeder Sterbliche. Guck mal, wie gut das Spiel immer noch aussieht. Guck mal, die Qualität von dem Umhang und so. Guck mal, jetzt können wir den Hauptmann da anvisieren. Töte den Hauptmann der Orks. Schlag der Schlange den Kopf ab und der Rest ihres Körpers verkümmert. Schützen. Ich muss ihre wachenden Augen schließen. Ich hab nen Sklaven um Gnade winseln hören. Der hat um sein Leben gefleht. Die labern immer so viel geiles Zeug, die Orks. Den zuzuhören macht einfach schon so viel Spaß. Ja. Bin ich wieder voll? Okay, anscheinend. Die Schützen trainieren schon den ganzen Tag. Ich hoffe, sie sind inzwischen besser geworden. Sie haben mir letztens fast ins Bein geschossen, so schlecht wie die Zielen. Das wird wohl so schnell nicht noch einmal passieren. Cool, dann werden Sklaven schikaniert. Ziel getroffen, so gut waren sie. Das Geilste ist, die Sklaven laufen noch weg, dann fangen die oder wenn du einen umhaust, so einen Ork, und da sind Gefangene in der Nähe, dann fangen die auch an, auf den Ork einzuprügeln und ihn zu töten. Das ist so lustig. Ihr müsst das mal beobachten.
jeder Sklave, der die Flucht wagt, soll am Prahler sterben. Glaubt nicht, dass ihr entkommen könnt. Ich selbst werde euch strafen. Da redet jetzt gerade dieser Hauptmann. Ihr dachtet wohl, ihr werdet schnell genug. Kein schwächlicher Mensch kann einem Uruk entfliehen. Und was mit mir? Freundchen. Mit dir nah. Hey. Eine Schande, dass ich dich töten muss. Du wärst ein guter Sklave. Ach so, ups, Entschuldigung. Oh, das war der falsche. Ah, egal. Och, wunderschön, oder? Oh, ich hab nicht alle Bogenschützen abgeknallt. Das ist natürlich jetzt dumm. Eine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Eine Sekunde. Hallo. Und tschüss. Ich komm wieder. Ich bin wieder da. Doch, warte, Sekunde, kann ich. So, jetzt. Oh, scheiße. Ach, es steht wieder einer im Weg. Oh. Warte, ich will mir den aufsparen. So, jetzt. Wieder noch nicht? Das gibt's doch nicht. Na gut, okay, machen wir es so. Entschuldigung, ich wollte ihn finishen. Ne, jetzt nicht weglaufen. Yeah. Ah, das tut so gut, ey. Ich freue mich schon so. Das war ja noch Pillepallegeiz alles hier. Wir sind verloren. Die Widerstandskämpfer. Wunderschön. So. Jetzt können wir Runenslots erweitern. Jetzt kaufen wir erstmal für unser Schwert eine neue Rune. Warte zurück. Auf Runen. Verdienen. Achso, wir haben nicht genug, sorry. Aber ich werde das jetzt erstmal nicht benutzen. Du bist also vor 10 Jahren nicht gestorben. Du bist wohl kaum hier, um mich für Hochverrat zu verhaften. Hauptmann, wir sind die letzten Überbleibsel der Garnison, Hirgon. Warum bist du dann hier? Ich suche einen Sklaven, der die schwarze Hand Saurons bekämpft hat. Du meinst wohl vor ihm davongerannt. Du kennst diesen Mann? Oh ja. Du stehst vor ihm. Wo sind die Diener des dunklen Herrschers? Weißt du es überhaupt? Vielleicht. Wir haben keine Zeit für Geheimnisse. Ich sitze seit Wochen hier fest. Ruhig, Blut. Komm mit mir in unser Lager. Und ich frage meine Späher. Ich werde da sein. Es ist bloß ein Ork. Nein. Es ist jemand, der gesehen werden will. Wir sollten vorsichtig sein. Auftrag abgeschlossen. Und wir haben Gollum gesehen. Garstige kleine Menschen. Wunderschön. Und, gefällt's euch? Ich hoffe, es gefällt euch, liebe Leute. Das war jetzt der Anfang. Das geht so schnell, oder? Intro, Prolog und jetzt mal nur noch am Gemetzeln. Ich kann gar nicht reden, weil es einfach so wunderschön ist. Ja, es ist so schön. Und es wird einfach immer besser werden. Fähigkeitspunkt erhalten. Sehr schön. Gut, dann bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Guck mal, wie schön das noch aussieht. 2016... HD-Pack-Upgrade, ja. Aber immer noch
hat sich immer noch sehr gut gehalten. Ja, unfassbar. Also bis zur nächsten Folge, liebe Leute. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren, Däumchen da lassen. Es hilft mir. Und bis zum nächsten wunderschönen Orkgemäxel. Haut rein, Leute. Ba-d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 a-